Bevor das Video anfängt, ein kleines Wort vom Zukunftsmilitärs, der dann auch gleich an den Vergangenheitsmilitärs übergeben wird, mit dem ihr dann hoffentlich gemeinsam diese Factorio-Folge erleben werdet, je nachdem, ob es euch gefällt oder auch nicht. Aber genau da kommen wir auch zum Punkt, warum ich diesen Einspieler mache, denn wenn ihr ja Spaß an Factorio habt, falls ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen da, schreibt vielleicht auch einen Kommentar, interagiert halt mit dem Video, damit ich sehe, okay, da habt ihr auf jeden Fall Bock drauf. Das würde mich sehr freuen und unterstützt mich auch sehr stark und ist natürlich völlig kostenlos für euch. Falls euch übrigens wundert, warum ich auf dem Boden sitze bzw. hocke, hinter mir haben die Katzen meinen Stuhl belagert und deswegen kann ich leider diesen Einspieler nicht auf dem Stuhl machen. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall sehr viel Spaß. So viel kann ich spoilern. Ich hatte auf jeden Fall bei dieser Folge sehr viel Spaß und freue mich schon auf mehr. Also hoffentlich bis zur nächsten Folge. Ja, moin moin und herzlich willkommen zur ersten Folge von Factorio. Das ist für mich heute ein ganz besonderes Video, denn wie ihr wisst, fange ich nicht so oft mit neuen Spielen an und entsprechend, ja, ist das für mich hier etwas ganz Besonderes. Aber warum habe ich Factorio genommen? Worum geht es bei Factorio genau? Man könnte jetzt auch meinen, hier im Hintergrund, wenn man die Viecher sieht, okay, es geht darum, dass man irgendwelche Insekten tötet. Nein, darum geht es nicht. Es geht teilweise darum, aber nicht nur. Und zwar bei Factorio handelt es sich um eine Fabrikaufbausimulation, könnte man sagen. Hier seht ihr zum Beispiel einmal ein Schienensystem, wo verschiedenste Sachen transportiert werden können mit Zügen. Und ja, hier seht ihr die Fabrik an sich ein bisschen. Und da hat man ja eine gigantische Auswahl an Möglichkeiten, wie man seine Fabrik gestaltet, wie das Ganze aufgebaut ist, wie man es, naja, wie man hier sieht, zum Beispiel auch verteidigt. Und allgemein hat man sehr, sehr viel Freiraum in dem Spiel. Also das Spiel sagt dir nicht, wie du etwas zu tun und zu lassen hast. Aber wie ihr hier sehen könnt, ist es auch nicht ganz ungefährlich, das Spiel. Und deswegen habe ich mich auch für Factorio und nicht für Satisfactory entschieden. Denn bei Factorio hat man einfach diesen Threat. Man hat diese Bedrohung von außen, weil der Planet sich so ein bisschen gegen einen wehrt, weil man natürlich dort halt eine Verschmutzung erzeugt und das finden die Einwohner da nicht so schön und die wehren sich entsprechend. Und gegen diese Gegenwehr, sage ich mal, muss man sich dann, naja, auch zur Wehr setzen. Ja? Sonst stirbt man, beziehungsweise die ganze Fabrik geht dann vor die Hunde und das will man natürlich nicht. Gut, aber fangen wir einfach mal an. Ich habe nicht viel Erfahrung in Factorio, um genau zu sein, eigentlich überhaupt keine Erfahrung, nur so ganz wenig aus dem Tutorial und das ist nicht gerade ausgiebig. Es ist schon gut, man lernt da ein bisschen was, aber es ist halt nicht riesig und es macht auch nicht so viel Spaß wahrscheinlich wie das freie Spiel. Das habe ich mir teilweise schon ein bisschen angeguckt. Hier, dies ist das freie Spiel in Factorio. Deine Aufgabe ist es, eine Rakete in den Weltraum zu entsenden. Und genau das werden wir hoffentlich auch tun. Und es ist so ein bisschen ein ähnliches Ziel wie bei RimWorld, was ja viele von euch, die auf meinem Kanal unterwegs sind, feiern. Und wir müssen eine Rakete in den Weltraum schießen. Nur ist das hier natürlich alles ein bisschen anders. Und wir sind hier ganz alleine mit, naja, ziemlich vielen bösen Aliens. So, auf der Karte sehen wir schon, was wir hier bekommen haben. Das gucken wir uns gleich mal an. Aber erstmal bauen wir hier die ganze Rakete ab, weil die kann man nämlich verwerten. Das haben wir gerade auch getan und haben hier auch schon ein paar Teile bekommen. Und damit müssen wir gleich mal uns ein bisschen aufbauen. Beziehungsweise hier schon mal anfangen. So, jetzt habe ich hier alles weggemacht. Nicht für alles was gekriegt, aber das ist auch nicht so wichtig. So. Auf jeden Fall gehen wir jetzt einmal hier zur Seite. Und können uns hier auf der Karte auch schon mal so ein bisschen alles angucken. Hier zum Beispiel haben wir Stein, da haben wir Kohle, da haben wir Kupfererz und hier haben wir Eisenerz und da oben Wasser, wie auch hier. Das Ganze ist, wenn ich das richtig verstanden habe, prozedural generiert. Das heißt, ihr seht hier, wir sind ein ganz kleiner Fleck auf einer gigantischen Karte. Und wir müssen hier jetzt erstmal so ein bisschen voranschreiten.
Gerade Kohle ist am Anfang auf jeden Fall sehr wichtig, denn wir müssen ja irgendwie diese ganzen Geräte, die wir haben, auch befeuern. Das wird nachher alles automatisiert. Allgemein geht es bei Factorio eigentlich fast nur um Automatisierung. Also alles wird automatisiert und da müssen wir uns natürlich dann auch drum kümmern. Und wir werden jetzt erstmal hier den ersten Miner hinstellen, den wir eben auch in unserer Rakete hatten. So, und da können wir ein bisschen was reinpacken. Und er wird jetzt, was hier rauskommt, in diese kleine Kiste hier reintun. Ja, Factorio sieht nicht wunderschön aus, wobei die Grafik sich schon verbessert hat deutlich. Aber darum geht es in dem Spiel auch gar nicht, ne? Die Komplexität von dem Spiel steht im Vordergrund, die unglaublichen Möglichkeiten, die man hat. Und davon kenne ich wahrscheinlich nicht mal ansatzweise alle. Also ich habe nur ein paar bei irgendwelchen Videos gesehen und allgemein habe ich mich halt so ein bisschen mit dem Spiel beschäftigt. Und das ist wirklich irre, was man alles machen kann. So, aber fangen wir jetzt erstmal ganz, ganz einfach an. Und zwar müssen wir hier ein paar Eisenbarren machen. Beziehungsweise, um genau zu sein, Eisenplatten. Diese müssen wir schmelzen, beziehungsweise müssen wir das Eisenerz halt schmelzen. Und dann kriegen wir halt die Eisenplatten. So, ich hoffe, mit der Cam hier ist alles in Ordnung. Ich könnte ihn ein bisschen kleiner machen. Und ticken, so, ja. Das ist ganz in Ordnung so. Und jetzt sehen wir ja eigentlich auch genug. So, das wird auch relativ schnell geschmolzen, wie ihr seht. Und dann können wir gleich ein paar Sachen bauen, um unsere Fabrik mal so ein bisschen, naja, überhaupt in die Richtung zu bringen, dass man es Fabrik nennen könnte. Und in Factorio, was ich da so spannend finde mit euch, dass wir einfach gemeinsam das Ganze immer so ein bisschen ausbauen können, beziehungsweise umbauen können. Dass ihr natürlich euren Input, viele von euch werden wahrscheinlich schon sehr lange spielen, ne, ihr gebt euren Input in den Kommentaren ab und ich kann dann zum Beispiel darauf reagieren. Und zum Beispiel das zur Hilfe nehmen, um zum Beispiel irgendwas umzubauen, irgendwas besser abzusichern oder allgemein besser voranzukommen. So, wir haben hier einmal befeuerte Erzförderer. Das ist das, was wir da unten schon hingestellt haben da. Und den könnten wir eigentlich gleich noch bauen. Wir brauchen auf jeden Fall Steine. Ich denke, Steine können wir erstmal per Hand holen, weil da brauchen wir jetzt nicht so viel von erstmal. Also schon ein paar für die ganzen Steinöfen, aber wir brauchen jetzt nicht so viel, wie wir Eisenerz oder Kupfererz brauchen. Dementsprechend würde ich sagen, vielleicht sinnvoller, wenn wir da erstmal per Hand machen das Ganze. Stein braucht man nachher auch. Wahrscheinlich nicht zu knapp, aber für den Moment können wir das per Hand gut machen. Ne, können hier schon mal zwei herstellen, wie ihr seht. Also da sind wir schon ganz gut dabei. So, haben wir jetzt fünf. Das sollte eigentlich für den Moment erstmal reichen, drei Schmelzöfen. Und dann können wir mal gucken. So, da vorne ist der schon wieder ausgegangen, weil wir einfach auch nichts mehr haben. Aber jetzt wollen wir das Ganze mal so ein bisschen automatisieren. Also, weil das ist ja auch ziemlich langweilig, wenn wir immer hin und her und das immer reinschmeißen müssen. Deswegen holen wir uns jetzt hier noch einen Erzförderer, der uns jetzt einfach mal Eisenerz hier holt. So. Das Eisenerz können wir natürlich jetzt auch hier einfach in so eine Kiste reinpacken. Dann brauchen wir erstmal nicht viel machen, sondern können da einfach das Erz so ein bisschen hin und her schleppen. Ja, das Holz könnten wir erstmal nehmen eigentlich, weil so viel Kohle haben wir jetzt hier auch nicht. Aber werfen wir das einfach rein, ist auch in Ordnung. Machen wir das erstmal so. Ich glaube nicht, dass wir den da ranstellen können, oder? Ich glaube, das geht nicht. Wir können es aber ausprobieren. Ich glaube aber nicht, dass das geht. Probieren wir es aus? Ich glaube aber nicht. Ich glaube nicht, dass das geht. Doch, das geht. Wie gut. Das funktioniert. Dann können wir hier einfach mal schön Eisenplatten schmelzen. Das ist ja super, oder? Das ist ja geil. Ich hätte nicht gedacht, dass das geht. Habe ich auch nie ausprobiert. Aber das ist ja cool. Das ist cool. Dann haben wir hier schon mal das so ein bisschen automatisiert. Und jetzt können wir hier oben anfangen und ebenfalls den Kupfer so ein bisschen automatisieren. Übrigens ist das die Kernessenz von Factorio. Automatisierung.
alles kann und wird automatisiert werden. So ein bisschen wie im realen Leben, ne? So, da haben wir ja auch schon unglaublich viel automatisiert in unserer Welt. So, auf jeden Fall, da müssen wir erstmal so ein bisschen was reinwerfen hier. Da können wir die Stacks auch teilen. Ich glaube, das geht, ja, mit Rechtsklick. Dann können wir hier einmal 10 reinwerfen. Zack, und da werfen wir einmal 10 rein. Und dann haben wir hier auch schon eine automatisierte Produktion, oder? Tatsache. Tatsache, da haben wir also auch schon automatisiert. Super. Die Dinger können, glaube ich, 100 halten. Also da haben wir definitiv... Ist, glaube ich, nicht optimal, weil da haben wir so einen kleinen Delay. Seht ihr das? Also jetzt haben wir nichts drin und dann verbraucht er ja trotzdem... Also es ist nicht optimal, das können wir, glaube ich, festhalten, aber es ist auch bequemer. Wir haben da vorne zum Beispiel jetzt arbeitet was, hier arbeitet was und wir müssen uns nicht darum kümmern. Und vor allem kommen jetzt auch gut voran, weil wir können ja schon mal so ein bisschen planen, weil wir brauchen auch Strom. Und wenn wir Strom haben, dann geht es richtig los, weil dann können wir alles automatisieren, brauchen nicht hin und her rennen, Kohle reinwerfen und uns darum kümmern, dass irgendwo Kohle reinkommt. Gut, bei den Schmelzöfen müssen wir das trotzdem tun, aber das können wir uns dann ja überlegen, wie wir das machen. Und das finde ich zum Beispiel hier in Factorio auf YouTube richtig cool. Wir können das so gemeinsam durchplanen oder ihr könnt auch so ein bisschen an meinen Gedankengängen teilhaben und könnt dann vielleicht sagen, ja, nee, das wäre zum Beispiel besser gewesen oder so könnte man das noch machen und ja, das ist ziemlich cool. Das kann man dann gemeinsam machen und hier zum Beispiel brauchen wir Schmelzöfen und hier brauchen wir Eisenräder und Co. Die sind ja hier erstmal am Arbeiten, dann können wir hier schon mal rüber. Nee, wir haben ja Schmelzöfen, nee, haben wir nicht mehr, ne? Nee, die stehen da ja schon, da und da steht einer. Ja, dann sammeln wir erstmal ein bisschen und dann können wir gleich loslegen, ja? Irgendwie ist das schon schön, oder? Wie hier schon zwei Sachen automatisiert sind. Und wir so schon automatisch Platten produzieren. 35, das ist nicht schlecht für den Anfang. Dafür, dass wir hier noch nicht viel gemacht haben, ist das doch super. Und dann können wir hier ebenfalls die Platten rausnehmen. Und jetzt können wir schon was machen. Und zwar können wir einmal eine Dampfmaschine bauen. Wir können hier einen Heizkessel bauen. Und das ist so die Grundlage dafür. Und wir brauchen eine Pumpe. Einmal eine Pumpe. Das brauchen wir, das brauchen wir. Dann haben wir da schon mal eine kleine Grundlage. Jetzt brauchen wir noch Wasser. Und wir haben Wasser hier oben da. Und da gehen wir jetzt auch hin. Hier, da gehen wir jetzt hin. Und da können wir hier nämlich eine Pumpe hinstellen. Da ist auch, da sind Fische drin. Ui, man kann fischen in Factorio. Das ist ja cool. Wusste ich gar nicht. Wahrscheinlich so für HP-Regeneration, ne? Kann ich mir vorstellen, weil wir haben ja keinen Hunger. Aber egal. Das haben wir jetzt gebaut. Und jetzt müssen wir uns um die Stromversorgung kümmern. Und da denke ich, werden wir hier vorne das so langlegen. Oder wir müssen mal so ein bisschen in die Zukunft denken. Wir werden hier nicht ewig bleiben. Wir werden nicht alles so auf den Feldern hier machen, sondern ich möchte das so ein bisschen... Ich glaube, viele nennen das Main Hub oder so. Ich möchte auf jeden Fall sowas Ähnliches machen erstmal. Ich möchte hier die Sachen alle nach oben holen, zentral. Und dann können wir überlegen, wie wir das Ganze machen. Was muss wohin und so weiter. Vor allem können wir das so ein bisschen dann zusammenlegen. Zum Beispiel könnte man Steine und Kohle auf ein Band legen hier in der Mitte. Dann könnte man das vielleicht mit dem zusammenlegen. Aber da muss ich so ein bisschen gucken, wie ich das mache, weil... Das wird ein bisschen Salat, wenn ich jetzt einfach nur baue, sondern wir müssen das im Hintergrund behalten, dass wir später sowieso alles platt machen und nochmal neu bauen. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig, dass wir das so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass wir aber vielleicht die Richtung schon mal so ein bisschen richtig machen, dass wir hier wissen, okay, hier bauen wir uns auf, ja, so für den Anfang zumindest, für die erste Fabrik oder für die Grundlage der ersten Fabrik. Das ist, denke ich mal, gar nicht schlecht, wenn wir da zumindest die Richtung schon mal so ein bisschen haben. So, und hier kommt jetzt die erste Pumpe hin. Die können wir auch da hinstellen. Und da kommt auch gleich der Kessel dran. So. Der braucht nämlich Wasser. Und an den Kessel kommt dann auch gleich die Dampfmaschine dran. Da können wir, glaube ich, insgesamt zwei... Nee, da brauchen wir hier, ne? Ja. Nee, da müssen wir einmal kurz zwei Rohre machen. Weil das will ich nicht. Das gefällt mir nicht. Da müssen wir gleich mal gucken, wie wir das machen. Ich glaube, das muss man so machen. Ja,
Genau. Können wir da jetzt schon mal das Ganze ranbauen. Ich glaube, dass der Verbrauch von 30 pro Sekunde und der hier Verbrauch von 60 pro Sekunde. Maximalverbrauch, Ausgabe von 0 von... Ah, erzeugt Dampf, 60. Hier verbrauchen wir Dampf von 30. Das heißt, wir können 2 befeuern. Ich würde sagen, das machen wir auch. Nee, wir machen es noch nicht. Weil dann müssen wir erstmal mit ein bisschen weniger arbeiten. Und dann sehen wir, wenn wir mehr brauchen, können wir dann, ne, das herstellen. Jetzt brauchen wir erstmal hier die Strommäste. Das brauchen wir definitiv. Weil irgendwie muss der Strom ja auch nach hinten. Und da müssen wir mal sehen, wie wir das genau machen. Ich bin noch so ein bisschen unschlüssig, wie genau wir das dahin bauen werden. Ich denke, wir werden so einen Weg nach links bauen. Wir werden das hier ansetzen und dann... Ja, machen wir es so. Wenn ihr übrigens nicht wisst, was ich hier mache, seht ihr das? Und genau, wenn ich Shift drücke, dann setzt er den nämlich automatisch da. Ist immer so ein gleicher Abstand da. Immer der Abstand, wo man noch so eine Verbindung hat. Ne, seht ihr das? Der maximale Abstand quasi. So, und da werde ich jetzt einfach mal die Line zu uns bauen. Wobei, das ist geplant, ne? Das ist noch gar nicht gebaut hier. Ach so. Ah, dann sehe ich aber, wo es gebaut werden muss. Wie mache ich das denn jetzt? Das ist ja doof. Das ist gar nicht so, wie ich dachte. Ich muss doch noch mal kurz über den Befehl gehen. Sekunde. So, ich habe zwar keine Ahnung, wie das richtig funktioniert. Aber wenn ich jetzt hier rübergehe und die einfach da drauf platziere, ich war so ein bisschen irritiert, weil die irgendwie daneben standen, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier vorne bin, ich zeige euch das mal eben, wenn ich das zum Beispiel darüber mache, dann steht der so ein bisschen daneben. Das hat mich total irritiert und dementsprechend dachte ich, okay, der wird jetzt daneben platziert und nicht richtig. Aber doch, das ist alles korrekt. Genauso können wir das machen. Wir haben allerdings nicht genug. Da müssen wir ein paar mehr machen. Aber so an sich, alles super. Damit können wir arbeiten und vor allem haben wir jetzt die maximale Distanz. Es ist aber genauso, wie ich gesagt habe, dadurch haben wir die maximale Distanz hier und haben die einfach so schön einheitlich platziert. Und damit können wir jetzt hier auch den Strom nach unten verteilen. Ich denke, wir sind ein bisschen zu weit. Also ich denke, hier bei dem können wir ungefähr nach unten bauen. Das heißt, die können wir eigentlich abreißen hier. Die brauchen wir nicht wirklich. Und dann können wir von hier sehr schön mit der Shift-Taste gedrückt. Ich glaube, das geht auch irgendwie anders, aber mit Shift, wenn ich einfach so gedrückt lasse, ah, geht auch mit normal. Ah, wenn ich Shift drücke, ist das ein Blueprint. Ah, okay. Jetzt wissen wir Bescheid. Also ich weiß Bescheid. Ihr wusstet das vielleicht schon. Aber so kann man das machen. Heute entdecken wir die Factorio-Steuerung hier. Da seht ihr das, super, oder? Finde ich sehr bequem. Und irgendwann können wir die noch gegen andere austauschen. Da gibt es, soweit ich das gesehen habe, auch noch andere Tower, die so ein bisschen besser sind. Ein bisschen... die haben, glaube ich, einen größeren Radius oder sowas. So, und hier seht ihr ein Problem, weswegen ich sehr, sehr schnell hier auf Elektrizität kommen wollte. Denn ansonsten laufen wir immer hin und her und hin und her und hin und her und müssen dafür sorgen, dass alles hier mit Kohle versorgt ist. Und das fuckt auf kurz oder lang ziemlich ab. Und dementsprechend müssen wir uns hier um Automatisierung kümmern, relativ schnell. So, wir sehen, okay, Eisenerz, der produziert viel zu viel. Also die Technik hier kann man nur am Anfang verwenden, das ist nicht sonderlich gut. Das können wir also alles auch jetzt schon mal abbauen hier. Ich denke nicht, dass wir da jetzt... So, aber es hat uns ja erstmal geholfen. So. Und jetzt wollen wir langsam mal Richtung elektrischer Erzförderer. Das wird noch ein bisschen dauern, bevor wir beide haben. Aber ich denke, wir brauchen eigentlich nur Kupfer, oder? Wie, was brauchen wir noch? Nee, Eisen brauchen wir. Okay, dann machen wir den gleich unten beim Eisen hin. Aber wir haben ja jetzt schon einen.
Und der macht das vollautomatisch. Da muss ich nochmal sehen, wie genau die Aufteilung optimal wäre. Aber ich denke sowieso, dass wir den ersten Belt, ich nenne mal Belt, hier sowieso nicht voll ausnutzen können. Ich werde einfach mal am Rand machen, damit wir so am Rand ein bisschen was abbauen. Ich denke, auf kurz oder lang werden wir dann auch die restlichen hier abbauen. Aber das ist, glaube ich, soweit erstmal ganz gut hier. Dann brauchen wir noch einige Fließbänder. Einige Fließbänder. Das wird hier außer Reichweite, genau. So, zack, zack, zack. Da seht ihr schon, haben wir das gut nach unten gebaut. Und alles funktioniert genauso, wie wir das haben wollen. Können wir hier richtig schön das so rüberbauen. Aber vorerst Fließbänder. Wir brauchen Fließbänder. Und nicht gerade wenig. Da brauchen wir unglaublich viele von. So, weil die werden dafür sorgen, dass wir den ganzen Kram transportieren können. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das am besten machen. Ich glaube, hier werden wir so ein bisschen abweichen. Also hier wäre das Maximum, aber ich denke, wir gehen hier. Dann gehen wir so. Weil jetzt können wir mit dem, das dann in die Mitte. Dann können wir hier vielleicht hoch. So. Das können wir machen. Wir brauchen noch deutlich mehr. Aber für den Anfang können wir so arbeiten. Wir können jetzt auch einen elektrischen Greifarm machen. Und der packt das dann automatisch wo rein. Das ist für den Anfang, glaube ich, ganz gut. So, das ist ein bisschen eine schickere Version von dem, was wir eben hatten. Und dann könnte man es auch wieder rauspacken, theoretisch. Stimmt, das wäre, glaube ich, sogar sinnvoller. Das wäre, glaube ich, sogar sinnvoller. Machen wir das so. Nehmen wir den. Das geht nämlich auch, das weiß ich. Nehmen wir den da hin. Nee, genau, wir machen das so. Ich denke, das, wenn das andere hat auch funktioniert, das heißt, das hier wird auch funktionieren. Und dann nimmt der und packt das in eine Truhe rein. Das könnten wir auch machen. So. Haben wir da schon mal unsere Versorgung erstmal soweit. Ist der da noch im Feld drin? Ja, ist er. Haben wir das schon mal soweit fertig. Dann bleibt das nämlich erstmal am Render. Jetzt brauchen wir nur da oben, müssen wir erstmal Strom erzeugen. Das haben wir nämlich noch nicht. Und dann können wir gleich noch den nächsten bauen und das alles automatisieren, damit wir schon mal so eine schöne Produktion von beiden haben. Einmal von dem Eisenerz und einmal von dem Kupfer. Und ja, ich denke, hier oben packen wir einfach mal. Lieber nicht. Machen wir. Aber ihr seht, das wird auch relativ schnell verbraucht. Uiuiuiuiui. Jetzt ist langsamer. Aber holy shit. Da ist der ja wirklich gut am Futtern. Da müssen wir dann mal gucken, wie wir das machen mit der Versorgung. Da unten wird auf jeden Fall jetzt losgelegt, denke ich, oder? Ja, da unten legen sie schon los, seht ihr das? Sind beide schon hier am Arbeiten. Die ersten Platten werden hier auch schon reingepackt und das ist doch ein super Anfang, oder? Ich muss ja eben kurz gucken, wie ich hier... Sekunde. So, tut mir leid für die kleine Unterbrechung, aber ich brauchte mal eben... Musste mal eben kurz neu machen, weil das Steam-Overlay war nicht aktiviert und nur damit kann ich Screenshots machen, was ich momentan eigentlich hier auch ganz schön finde. Oder schön fände deswegen. Aber das ist doch super. Da haben wir schon die ersten Platten hier drin, 21 schon. Das geht ja flott die Karotte hier. Gut, dann haben wir erstmal unsere Versorgung mit Eisenplatten sichergestellt. Das ist doch sehr schön.
Gut, wie machen wir jetzt weiter? Wir haben Eisenplatten. So, jetzt brauchen wir... Oh, wir können sogar noch einen weiteren Förderer machen. Sehr gut, sehr, sehr gut. Haben wir auch den noch? Sehr gut. Ja, top. Dann haben wir den nächsten Förderer auch schon. Das heißt, wir haben... Wir können entweder Erz... Beziehungsweise Kohle machen oder Kupfer. Ich würde sagen Kupfer, ne? Kupfer ist sinnvoller, finde ich. Dann brauchen wir noch einen elektrischen Greifarm. Da brauchen wir noch Eisenräder und die Schaltkreise für. Wie machen wir das denn am besten hier? Na, hier müssen wir auch wieder so ein bisschen vom Weg abkommen, wobei es geht eigentlich. Wir können ja erstmal so ein bisschen was reinpacken hier. So. Den Erzförderer werde ich trotzdem mal eben kurz für die Kohle nehmen, weil ich brauche wieder Kohle. So, damit wir zumindest ein bisschen mehr Kohle kriegen, weil das ist dann doch relativ viel, was hier gerade verbraucht wird noch. Ja, aber wir kriegen jetzt die Kupferplatten. Alles geht voran. Super. So, und wir werden gleich auch genug haben für die anderen. Ja, es geht auf jeden Fall schneller, ne? Es kommt langsam alles zusammen hier. Da haben wir schon die Greifarme. Das ist super. Ich glaube, so 3-4 Stück brauchen wir auf jeden Fall noch. Deswegen stellen wir die jetzt schon mal her. Dann haben wir das gleich fertig. Und jetzt können wir hier auch den Greifarm ebenfalls in eine Holzkiste oder auch eine Eisenkiste, aber ich würde sagen Holzkiste, ich bin ein bisschen geizig. Ja, machen wir das da rein. Super. Und wir haben noch gar nicht angefangen mit der Umgebung hier vorne. Da hinten haben wir nämlich die ersten Gegner. So, da hinten haben wir die ersten Gegner da, das Rote. Und glaubt mir, später, wenn man weiterkommt, wird das echt ein Problem, weil man natürlich die Umwelt hier auch verpestet und das finden die nicht so geil. Entsprechend wird man da irgendwann Probleme mit haben. So, aber für den Moment haben wir noch keine, zum Glück. Und entsprechend... Nein, da packst du das. Du sollst das da reinpacken. Da kannst du es reinpacken. Genau, perfekt. Und da kommen jetzt die Kupferplatten rein. Da werden wir also auch bald einige von haben. Vor allem, wenn wir ordentlich Kohle reinpacken in den Brenner. Oder haben wir noch gut Holz drinne? Das können wir erstmal drinne lassen. Und hier haben wir auch schon einige Eisenplatten drin. Und jetzt können wir weitermachen. Abdeckung beim Ziehen von Strom, bla bla bla. Okay. Gut, wir haben die Greifarme, wir haben Energie. Es geht gut voran, wobei die Energie oben rechts muss auch noch mit Kohle versorgt werden. Irgendwie. Das machen wir später mit den Tunneln. Werde ich euch noch erklären. Also ich war schon so ein bisschen weiter. Mit der Forschung habe ich mir schon mal angeschaut gehabt, aber ich habe noch nicht so viel umgesetzt gehabt. Also ich bin auch recht frisch dabei. Ich sag mal, ab dem Roten weiß ich auch nicht mehr weiter. Das war so das Einzige, was ich eigentlich gemacht hatte. Das eine Tutorial habe ich auch nicht bis zum Ende gemacht mit den Zügen da. Das war für mich noch so ein bisschen, ja, schwierig, sag ich mal. Und außerdem finde ich es so viel cooler, wenn man das so on the go alles lernt, sage ich mal. Und guck mal, wir kommen doch schon super voran. Wir haben schon so viel Kupfer und Eisen hier hergestellt. Da kommen wir doch super voran. Jetzt haben wir schon wieder zwei Erzförderer, die wir machen könnten, theoretisch. Aber ich denke, das wäre auch gar nicht so verkehrt für die Kohle. Selbst wenn jetzt erstmal nur die Kohle in so ein Ding hier reingehauen wird. Das reicht ja schon. Das ist ja momentan wirklich nur, damit wir überhaupt die Möglichkeit haben, weiterzukommen, weiterzubauen. Und das Ganze zu automatisieren. Weil es ist natürlich sehr lästig, ne? Hier uns immer um irgendwas kümmern zu müssen. Und genau das wollen wir ja nicht. Wir wollen uns ja nicht darum kümmern. Wir wollen das Ganze ja automatisiert haben. So. Und da wird jetzt automatisch die Kohle
reingeladen. Genau, perfekt. Das heißt, das haben wir auch schon mal geregelt. Es ist alles noch ein bisschen banal, aber wir haben auch noch nicht genug Eisen, um dann die Fließbänder zu bauen. Da haben wir noch nicht genug von, da brauchen wir sehr, sehr viel mehr von. Das heißt, hier müssen wir da mal gucken. Ja, aber ihr seht, der produziert auch sehr viel. Ich denke, da könnten wir vielleicht das Ganze nochmal aufteilen gleich. Dass wir zwei verschiedene haben, die das Ganze machen. Hier auf dem Fließband. Weil das ist ja, das geht ja nicht. Wenn wir hier zum Beispiel sehen, der produziert Maximalverbrauch, nee, Brennstoff auch nicht. Inhalt, hergestellte Produkte, herstellt Tempo 1. Und hier haben wir ein Verbrauchs- und Umwelt, Herstelltempo 1. 1-1, okay. Nee, Abbautempo 0,5 Sekunde. Herstelltempo 1. Okay. Damit kann ich jetzt irgendwie nicht so viel anfangen. I'm sorry. Aber wir können das Ganze ja schon mal auf zwei kurz aufteilen mit den Dingern hier. So, dann können wir hier zumindest schon mal zwei aufstellen. So, haben wir hier noch einen Schmelzofen, haben wir da noch einen Schmelzofen. Ich weiß, es ist nicht optimal, aber es ist momentan wirklich nur zweckmäßig. Nee, Quatsch. Da brauchen wir doch gar keine Energie. Hier brauchen wir die Energie. So, und jetzt müssen wir die beiden befeuern. Jetzt haben wir hier schon mal zwei. Und dann brauchen wir nochmal zwei, um das auf ein Fließband raufzubringen. Und dann brauchen wir wieder Fließbänder, um das irgendwo hinzubringen. Das heißt, wir brauchen insgesamt drei. Jetzt wird es schon wieder so ein bisschen lästig. Lästig im Sinne von, dass wir gucken müssen, dass der Strom dann auch dahin fließt. Aber wir haben es dann, haben dann wir haben ja schon welche. Herstellung. So. Ja, seht ihr, jetzt wird es oben reingeschaufelt und unten wird es rausgeschaufelt. Und hier wird es halt dann dort reingegeben. So, vielleicht sieht man ja irgendwo das Abbautempo. Der Abbautempo 0,5 pro Sekunde. Und hier haben wir Herstelltempo 1. Ich weiß nicht, ob ich da zu blöd für bin, aber ich muss da so ein bisschen nach Augenmaß momentan gehen. Also es scheint zumindest nicht zu viel zu sein. Also zwei ist, glaube ich, ideal. Der ist ein bisschen zu langsam hier. Da müssten wir vielleicht noch einen schnelleren haben. Aber wir können es später auch automatisch verarbeiten. Von daher ist das, glaube ich, erstmal alles okay so. Hier haben wir auf jeden Fall viel Kohle drin. Der macht das alles automatisch. Hier haben wir automatisch alles. Also hier läuft auf jeden Fall alles super. Und genauso möchte ich das auch. Aber das ist halt Verschwendung hier oben, ne? Das ist Verschwendung, weil da haben wir wieder ein zu wenig. Da können wir auch zwei draus machen. Haben wir da einen. Können wir noch einen hinbauen. Und dann haben wir schon mal so eine grundlegende, ja, eine grundlegende Herstellung. Wir können eigentlich, was sogar sinnvoller wäre zum aktuellen Zeitpunkt, können wir das noch ein bisschen anders machen. Da wäre es vielleicht sinnvoller, wenn wir das ganz anders machen. Ganz anders. Wir machen das ganz anders. Wir machen einfach diesen hier. Das mag dämlich aussehen, aber es wird einfach alles eingelagert. Wir brauchen es doch eh momentan nur selber. Und genau das gleiche machen wir hier oben auch. Es ist nicht optimal, aber es ist, was wir halt aktuell brauchen. Wir brauchen es ja sowieso nur selber. Ne? Unser Mannequin hier. So.
Das heißt, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Ist eine grundlegende Konstellation hier. Damit können wir arbeiten. Peng. So. So, ist eine gute Grundlage, denke ich mal. Und jetzt können wir hier erstmal ein bisschen was mit herstellen. So. Das heißt, wir haben unten automatisiert, wir haben oben automatisiert und vor allem, das ist ganz, ganz wichtig, haben wir das so ein bisschen ausgelastet, würde ich sagen. Weil hier, ja, das sieht ausgelastet aus hier. Seht ihr das? Wird alles verbraucht. Und genau das möchte ich. Und das haben wir jetzt da oben genauso gemacht. Das heißt, ein Teil in dem Tempo heißt zwei Brenner. Das kann man schon mal merken. Und mein Programmierhirn, das liebt dieses Spiel. Wobei ich sagen muss, dass ich auch es nicht mag, wenn ich viel nicht verstehe. Aber ich komme langsam rein. Ich komme langsam rein und verstehe auch, wie ich das Ganze berechnen kann. Und das ist ganz gut. Auch wenn ich eigentlich Rechnen gehasst habe. Aber wenn man so ein bisschen programmiert und sich so ein bisschen mit Programmierung beschäftigt, irgendwie fängt dann an, so eine Berechnung auch irgendwie ein bisschen Spaß zu machen. Muss ich sagen. Also ich persönlich finde das zumindest. Gut, aber wir können erstmal schauen, dass wir hier weiterkommen und das Ganze so ein bisschen weiter automatisieren und vorankommen. Und ich denke, dass wir auch langsam mit den Bauplänen hier anfangen können. Oh, nein, 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 nein. Wir können ein Labor herstellen. Ein einziges Labor. Mehr brauchen wir erstmal nicht. Und dann könnten wir auch bald... Denn das müssen wir selber machen, ne? Ja, am Anfang müssen wir das selber machen. Dann können wir schon mal ein bisschen forschen. Aber Forschung und Co., würde ich sagen, ist dann für die nächste Folge angesagt. Wir können das schon mal anfangen. Wir brauchen hier ein bisschen Elektrizität. Das können wir ja machen. Das ist einfach so Hauptsache, wir machen es halt. Und dann können wir auch schon mal schauen unter T, was wir denn hier machen können. Hier Automatisierung. Da kriegen wir genau das, was wir brauchen. Das zum Herstellen. Und wir kriegen einen neuen Greifarm und wir kriegen das für 10. Ansonsten noch Geschütztürme und Co. Die brauchen wir jetzt noch nicht. Können wir später machen. Aber Logistik auch ganz wichtig. Sehr, sehr wichtig. Hier kriegen wir einmal die Untergrunddinger und einmal die Verteiler. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir die bekommen. Das heißt, insgesamt brauchen wir dann 25 Stück. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, machen wir erstmal 10 Stück. Und wie ihr seht, die brauchen ein bisschen. Aber der braucht ja auch ein bisschen hier, um die zu verarbeiten. So, kann auch schon mal ein bisschen losforschen. Wir werden jetzt hier die Automatisierung erstmal nehmen. Erforschung starten. Und jetzt fängt er hier an, das zu verarbeiten. Und ja, ansonsten geht hier alles los, ne? Beziehungsweise geht alles weiter. Gut, meine Lieben. Dann würde ich sagen, war's das. Ich würde am liebsten noch weitermachen, aber ansonsten sitze ich ja morgen früh noch. Und meine Mittagspause ist nicht mehr so lang und ich wollte noch was futtern. Auf jeden Fall möchte ich am Ende der Folge jetzt so ein kleines Fazit machen. So ein Gefühl, was ich bei dem Spiel habe. Und bisher finde ich es wirklich sehr, sehr schön. Ich war mir sehr unsicher, muss ich sagen, weil ein neues Spiel ist natürlich... Also ich bin jetzt nicht jemand, der einfach ein Spiel anfängt und dann eine Folge macht oder zwei und dann das Spiel nie wieder anmacht. Sondern ich mache ja schon längere LPs, teilweise sehr lange, wie man bei RimWorld sieht. Und da ist es mir wichtig, dass die Spiele halt auch die passenden Spiele sind. Und es ist für mich immer eine gewisse Unsicherheit, ein neues Spiel anzufangen. Aber ich denke, Factorio wird ein tolles Projekt. Also ich habe bisher ein sehr gutes Gefühl dabei. Vor allem am Anfang hat man immer Angst, alles falsch zu machen. Das ist bei der Programmierung übrigens genauso, dass man alles falsch macht, dass nichts funktioniert und bla. Aber es ist da, genau wie in der Programmierung, dass man einfach alles überarbeiten kann. Man kann sich einen Code nehmen, man kann eine Funktion nehmen, wie auch immer, das ist jetzt auf Programmierung bezogen, und alles überarbeiten. Aber das ist hier genauso. Man kann einen Teil der Fabrik komplett kaputt machen und neu aufbauen. Und wenn man irgendwie keine Ressourcen mehr hat, weil zum Beispiel Kupfer leer ist oder was anderes leer ist, dann baut man es einfach neu auf. Und das finde ich, ja, persönlich ganz cool. Vor allem haben wir hier ja auch sehr,
ja, sehr zweckmäßig gebaut erstmal, damit wir über uns überhaupt aufbauen können. Und wie ihr seht, funktioniert das ganz wunderbar. Und ja, dann müssen wir noch ausrechnen, wie viel Strom wir denn überhaupt hier verarbeiten können. Also wie viel Strom produzieren wir oben rechts und wie viel davon verbrauchen wir gerade. Wir haben auch Produktionsstatistiken. Ich weiß nicht, wo man das mit den, ob man hier auch Strom nachgucken kann. Auf jeden Fall haben wir hier oben einen Strom, eine Stromgeneration von Leistungsabgabe 300. Also wir sind noch lange nicht am Limit. Aber dann können wir hier so ein bisschen gucken. Verfügbare Leistung 900. Das heißt, da können wir auf jeden Fall noch ein bisschen was machen, bevor wir die neue Dampfmaschine machen müssen. Und ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie es so weitergeht. Und ich denke, das wird auf jeden Fall echt cool. Vor allem, wenn wir dann die Forschung automatisiert haben und vielleicht auch die Abwehr so ein bisschen mit... ne? Weil hier vorne haben wir ja schon ein paar Gegner und wenn wir die mal machen und die weghauen, weil das ist ja eine potenzielle Bedrohung, das gucken wir uns dann mal an. Hier haben wir auf jeden Fall noch Rohöl. Da unten ist nochmal Eisenerz. Und da haben wir nochmal Gegner. Aber gucken wir uns dann an, wenn es soweit ist. Dann haben wir noch die Verschmutzung irgendwo. Haben wir die Verschmutzung hier auch drin? Zerstörung, Umweltverschmutzung. Ja, ja. Ich kann das nicht wirklich einschätzen. Ja gut, dann bis zum nächsten... Ach, oben. Ah, ja, oben rechts ist... die Kohle leer. Da muss ich dann mal wieder nachliefern. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was und tschüss.